Eine Sache, die ich in Detective Conan ganz besonders liebe, sind Zitate. Passend zum Charakter werden auch dementsprechende Zitate gedroppt, die auch zum Nachdenken anregen. Und genau das tun wir in dem heutigen Video. Drei kranke Anime-Zitate aus Detective Conan für euch. All das nach dem Intro. Konban war Leute, was geht ab? Ich bin's Kaito Akai und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Heute geht es um drei kranke Anime-Zitate und wir fangen direkt mal mit einem meiner absoluten Lieblingscharaktere an, nämlich mit Shuichi Akai. Das Zitat ist zu finden im Kapitel 434, Band 42. Wer das Ganze nochmal im Anime nachschauen möchte, ganz einfach zu finden, nämlich Episode 375 aus dem Episoden-Special Direkte Konfrontation, zwei Mysterien in einer Vollmondnacht. Shuichi Akai traf auf Wermut am Pier und sie hatten ja schon mal die ein oder andere Begegnung miteinander gehabt. Dann hat er zu ihr Folgendes gesagt. Du bist zwar noch genauso schön wie damals, aber dein Inneres ist durch und durch verfault. Das ist auf jeden Fall ein krasses Statement und jetzt beginnt der Teil, den ich am liebsten mag, etwas rumphilosophieren. Diese Aussage passt nicht nur zu Wermut, weil wir wissen, dass sie ja im Endeffekt eine Art Gift genommen hat, ob es jetzt das Apoptoxin ist oder ein anderes, was auf jeden Fall den Alterungsprozess von Wermut definitiv stoppt bzw. stark verlangsamt hat. Ja? Das ist also da schon mal eine ziemlich treffende Aussage. Zudem das Zitat auch noch den Charakter von Wermut beschreibt. Ja, nach außen hin ist sie schön, aber charakterlich hat sie ja schon einige Leichen, die den Weg von ihr pflastern. Und das Schöne an dem Ganzen ist, dass dieses Zitat auch sehr, sehr gut zu unserer Gesellschaft passt, ja? Denn ich möchte jetzt mal ein bisschen weiter ausführen. Im Endeffekt geht es ja erstmal um das Aussehen eines Menschen und zweitens um den Charakter. Es gibt viele verschiedene Sprüche. Man kann zum Beispiel sagen, Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt, doch Charakter entscheidet, wer zusammenbleibt. Oder man soll nicht nur auf das Äußere achten, es kommt doch auf den Charakter, auf das Innere einer Person an. Und ja, im Endeffekt ist es so, beides hat eine große Relevanz. Egal auf welcher Ebene wir uns befinden, ob wir zum Beispiel auf Partnersuche sind, ja, da kann man natürlich sagen, dass Optik, das Aussehen definitiv eine große Rolle spielt und jeder, der sagt, dass nur der Charakter wichtig ist, dem ist leider nicht mehr zu helfen, denn leider ist das nicht so. Man braucht halt einfach ein anziehendes Gefühl, was natürlich auch durch den Charakter bestimmt ist, aber hauptsächlich natürlich auch auf das Äußere zurückzuführen ist. Das heißt also, wir haben zwei Werte, einmal das Aussehen, einmal den Charakter, aber es liegt an uns, ja, welcher Gewichtung wir welches von den beiden geben. Wenn wir zum Beispiel in Douglas reingehen, alleine oder mit der Freundin und wir sehen die ganzen verschiedenen Parfüms oder sonst was, ja, dann gehen wir erstmal nach der Optik. Wir gucken, oh, welche Verpackung spricht uns denn an? Und erst nachdem wir die Verpackung ausgecheckt haben, danach gehen wir erst auf den Inhalt, nämlich auf den Geruch, den Duft des Parfüms ein. Ja, man kann da kostenlos testen und so weiter und so fort. Aber wenn uns die Verpackung nicht direkt anspricht, dann würden wir dieses Produkt niemals testen. Wisst ihr, was ich meine? Ich für meinen Anteil habe zum Beispiel niemals längere Zeit mit einer äußerst attraktiven Frau verkehrt, wenn der Charakter nicht gestimmt hat. Ich probiere immer ein wirklich gutes Gleichgewicht zu finden, aber da spielt definitiv Aussehen auch eine große Rolle. Und wer jetzt sagt, Attraktivität liegt doch im Auge des Betrachters, der hat recht, aber nur zu einem bestimmten Punkt. Denn es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Leute zum Beispiel mit einem symmetrischen Gesicht, wo die Proportionen also extrem stimmig sind, für die größere Allgemeinheit attraktiver gelten als Leute, die ein asymmetrisches Gesicht haben. Das ist auf jeden Fall zu einer großen Basis schon wissenschaftlich bewiesen und der Rest, je nachdem, was ihr für eine Gewichtung vornehmt, mir ist es ja egal, im Endeffekt ist das bloß, was die Mehrheit aussagt, ist die Gewichtung von Person zu Person unterschiedlich. Was ich euch damit auf den Weg geben will, meine lieben Leute, bewertet eine Person nicht nur nach dem Aussehen, bewertet eine Person nicht nur nach dem Charakter, bewertet die Person als Gesamtprodukt, als Gesamtpaket, denn wir wissen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das zweite Zitat in diesem Video ist ebenfalls von Shuichi Akai. Zu finden das Ganze im Kapitel 602. Wer das Ganze im Episodenform nochmal nachschauen möchte, der kann sich das angucken, Episode 495 bis 500. Die genaue Stelle weiß ich jetzt nicht. Und diese Aussage hat nämlich Shuichi Akai zu André Kamel gedroppt, der also zu einem FBI-Agent. Er hat gesagt,
Die Angst vor dem Tod ist schlimmer als der Tod selbst. Und das Zitat, meine lieben Leute, ist wirklich so wahrhaftig und so wahr. Dieses Zitat möchte ich erstmal auf die Aussage an sich beziehen. Wir alle machen uns Sorgen, okay, wenn wir das machen, wenn wir rauchen, wenn wir Alkohol trinken, wenn wir das und das machen, all das sind negative Faktoren, die eine statistisch höhere Wahrscheinlichkeit bürgen, unsere Lebenszeit stark zu reduzieren, vielleicht sogar auch sofort zu beenden. Diese Zeit, die wir damit verbringen, uns Gedanken über unseren Tod zu machen, ist im Endeffekt vergeudete Zeit, denn diese Zeit, die wir dafür nutzen, ändert letztendlich am Fakt des Todes wahrscheinlich so gut wie gar nichts. Das heißt, meine lieben Leute, was ich euch damit sagen möchte, ist, der Mensch lebt in der Angst, etwas zu tun. Nehmen wir mal ein Beispiel, was jeder von uns kennt. Wir sehen eine schicke Dame oder einen hübschen Jungen. Ja, ich rede jetzt für Mädchen und Jungs, ist ja auch egal. Wir haben uns eine Person angeschaut, wir denken, diese Person ist unglaublich, wir möchten diese einfach ansprechen. Das ist so der Grundgedanke bei den meisten. Bei den meisten hapert es dann aber auch bei der Umsetzung. Warum ist halt wieso? Weil wir die Angst haben. Wir spinnen uns direkt negative Ereignisse im Voraus, die noch gar nicht eingetroffen bzw. eingetreten sind. Wir denken, wir gehen hin, wir kriegen einen Korb, da sind vielleicht noch andere Leute, die sehen das. Wir wären quasi unserer Würde beraubt. Wir kriegen einen Korb, wir haben Minderwertigkeitskomplexe und wir denken, wir sind dann minder, weniger wert und so weiter und so fort. Aber all das ist nicht passiert. Und diese Angst, sich zu blamieren, eine Täuschung zu erleben, all das hemmt uns dann letztendlich, das umzusetzen. Das heißt also, wir gehen vom Schlimmsten aus und probieren es nicht mal. Das ist doch eigentlich ziemlich traurig, oder? Und jetzt mein Tipp, meine lieben Leute, es fällt zwar extrem schwer, weiß ich, jeder kennt das, aber manchmal ist es wirklich gut, es einfach zu tun und danach erst darüber nachzudenken. Und selbst wenn ihr dann einen Korb kriegt, na und, dann ist es so. Wenigstens hattet ihr die Eier, beziehungsweise die Eierstöcke, das durchzuziehen, ja? Und wer weiß, vielleicht entspringt aus diesem Wagnis, was ihr eingegangen seid, eine wunderbare Beziehung, vielleicht die Frau oder der Mann eurer Träume, wie auch immer. Was euch Shuichi Akai damit sagen will und auch was ich euch damit sagen will, lasst euch nicht von der Angst kontrollieren. Nun, meine lieben Leute, kommen wir zum letzten Zitat des Videos. Es geht um Folge 139, die Männern in Schwarz auf der Spur, Teil 4. Diese Aussage, dieses Zitat von Conan wird öfters getroffen, in diesem ist es mir aber besonders aufgefallen. Conan Edogawa, der Hauptprotagonist von Ganz Detektiv Conan, sagt, es gibt nur eine Wahrheit und ich finde sie. Diese Aussage ist so klar, so einfach, aber doch so wahrhaftig formuliert. Es gibt nur eine Wahrheit und ich finde sie. Gerade in der Welt von Detektiven ist es ja oft so, dass man mit Mördern, mit Tätern, mit irgendwelchen Motiven zu tun hat und dass oft ein Mord oder eine Tat verschleiert wird, indem man irgendwelche Beweise vernichtet, indem man irgendwelche Leute ermordet, besticht und so weiter und so fort. Das heißt also, man probiert alles, um von der Wahrheit abzukommen. Und Conan hat es sich ganz einfach zur Aufgabe gemacht, diese Wahrheit trotz vielen, vielen Umständen, vielen Ablenkungen und Abzweigungen zu finden. Denn eine Sache, meine lieben Leute, daran solltet ihr immer glauben, an all das, was ihr macht. Es gibt Karma und meistens kommt die Wahrheit doch immer ans Licht. Das heißt also, viele Leute bauen sich so eine Art Kartenhaus gestrickt aus Lügen auf. Und immer wissen sie gar nicht mehr, welche Lüge sie überhaupt erzählen und verstricken sich. Und sobald eine Lüge auffliegt, bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und was bleibt denn dem Menschen dann? Gar nicht. Nichts, weil alles auf Lügen basiert hat. Das Paradoxe hierbei ist aber, dass viele Menschen die Wahrheit haben wollen, aber diese dann nicht verkraften können. Wie oft sind wir denn in einer Situation, wo wir irgendwas gemacht haben und einfach nur, um der Konsequenz aus dem Weg zu gehen, ja, oder einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, sind wir bereit, eine Lüge zu streuen, eine Notlüge, egal ob es eine kleine oder eine große Lüge ist. Einfach nur, um einer Konsequenz, einem negativen Punkt, einem negativen Aspekt aus dem Weg zu gehen, den wir eigentlich verursacht haben. Merkt ihr, was ich damit meine? Es gibt auch so viele Situationen, zum Beispiel in der Schule. Ich hoffe, ihr alle wart in der Schule, Bildung ist wichtig. Dort schreibt der Lehrer einen Überraschungstest oder einen angekündigten Test und ich habe zum Beispiel nicht gelernt. Überlegt euch, okay, nehme ich jetzt eine schlechte Note in Kauf, probiere eine gute Note zu erzielen mit dem, was ich weiß, vertraue ich auf mich selber oder ich habe einen Spicker vorbereitet oder ich spicke einfach meine Hefte ab oder. Was passiert? Ich könnte im besten Fall eine sehr, sehr gute Note kriegen mit dem geringsten Aufwand oder ich werde erwischt. Ja, und kriege dann halt 0 Punkte, eine 6. Viele Leute spicken und ob ihr es glaubt oder nicht, ich zum Beispiel, einfach nur für mich, da habe ich mir gedacht, okay, ich werde niemals spicken. Und in der Tat, ich habe niemals in meiner gesamten Schullaufbahn einmal gespickt. Ich habe oft die ein oder andere nicht gute Note kassiert, aber ich konnte mir dann immer noch in den Spiegel gucken. Ob das jetzt klug ist, das sage ich, nein, es war nicht immer klug, denn viele Leute, die gespickt haben, hatten dann doch eine bessere Note auf dem Zeugnis, ja.
und haben dann vielleicht eine bessere Zukunft. Wer weiß das schon, ja? Da kann man sagen, rational gesehen ist das überhaupt nicht klug, wenn man entspicken kann und das nicht macht. Aber meine lieben Leute, es gibt ja noch moralische Grundwerte, an die ich da draußen appelliere. Objektiv und rational gesehen müsste man immer die Vor- und Nachteile abwägen, ja? Und dementsprechend dann sich so entscheiden, wenn die Vorteile überwiegen, dann macht man das halt, auch wenn es moralisch verwerflich ist, aber wenn die Nachteile überwiegen, macht man das halt nicht. Aber wenn man danach geht, ist man dann ein schlechter und ein guter Mensch, das meine lieben Leute, kann ich nicht sagen, das will ich auch gar nicht sagen, das steht mir gar nicht zu. Jeder von euch muss selbst entscheiden. Ich für meinen Teil sage, okay, man sollte sich immer am nächsten Tag noch im Spiegel angucken können. Ob es das Richtige ist, das weiß ich nicht. Für mich ist es das Richtige. Ich kann mich jeden Tag im Spiegel angucken und ich schaue da auch gerne hin. No homo. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Aka. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Episode kranke Anime-Zitate, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst ein Like, ein Kommentar da oder vielleicht auch ein Dislike und begründet mir, warum. Und ich wünsche euch dann ein wunderbares Wochenende.